Und da sind wir zurück bei unserem kleinen Gefängnis, das sich weiter im Aufbau findet. Es wird immer größer und wir haben mittlerweile schon ein ordentliches Gefängnis. Da wir Köche brauchen, stellen wir einfach mal drei ein. Und wir gucken uns einmal nach. Die Subvention einmal. Das müssen wir einmal machen. Das auch. Das reicht hier erstmal. Wenn wir so oder so machen. Okay, haben wir schon mal das eine fertig. Aber ich verstehe nicht, hier ist doch ein Aktenschrank. Verstehe ich nicht. Gut, dann bauen wir Büro, Büro, Büro. Wo ist der Schreibtisch? Da ist der Tisch. Da ist der Aktenschrank. Sollte jetzt möglich sein, dass es gemacht wird. Benötigt Büro. Hier ist doch Büro. Das ist 4x4. Hier ist auch ein Aktenschrank drin. Machen wir den Aktenschrank in dieser Ecke. Okay, die andere Subvention haben wir dann auch schon einmal gemacht. Sehr gut. Bei der Forschung, wie sieht es denn da aus? Wartung ist auch schon mal. Dann machen wir erstmal so die Stationierung fertig. In der Zwischenzeit können unsere Bauarbeiter eigentlich den anderen Zellenblock schon mal fertig bauen. Und wie ich sehe, ist unser Generator gleich am Sterben. Das heißt, den werden wir mal gleich zum Leben wieder erwecken. Weil die Übergangszelle ist jetzt nicht so dermaßen groß. Ah, ich habe was vergessen, bei den Duschen fällt mir gerade auf. Und zwar den Abfluss. Okay, Betten, 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 Betten. Wir können auch erstmal den Gruppenraum so bauen. Ein paar Stühle. Billardtisch. Braucht der Gruppenraum eigentlich besondere Sachen? Gruppen? Gruppi? Nö. Muss so innen liegend sein. Okay. Aber wir wollen mal nicht so sein. Genau. Fernseher noch machen. Telefonzellen. Am besten noch hier hin. Handelbank. Genau. Da haben wir schon mal den Personalraum fertig. Der Aktenschrank wird nicht grün. Ah, es könnte das einer sein, es könnte natürlich daran liegen, dass es nur Alpha ist. Ja, es funktioniert. Ja, sie können sich alle hinsetzen, alle mampfen. Und 100%, ja. Versorgung. Da kommen dann nochmal 4 dazu. Dann wird sich das alles verbessern.
glaube, die Forschung müsste jetzt fertig sein. Nö. Erst in 2 Stunden. Aber warum ist das hier kein Büro? Ja. Wie man sieht, sie bewegen sich ganz großzügig und ganz viel hier herum. Yay, die Stühle! Und der Billardtisch wird auch gebaut. Jetzt können sie sich noch mehr freuen. Weil jetzt ist es noch glamouröser geworden. So. Die sind ja dann damit schon mal fertig. Das heißt, es kommt Teil 2. Betten, Betten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, hier passen ganze 16 rein. Also in diesen Samplungen sind 16 Leute. Das heißt, 16 Duschköpfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Passt wie aufs Auge. Ist natürlich alles geplant von mir. Hart durchkalkuliert. Und ist natürlich kein Zufall gewesen. So, mal hier durch. Hier mal durch. Und Hauptraum wird hier so angeschlossen. Am besten natürlich so. Okay. Der zweite Teil vom Gefängnis wird also gebaut. Und das ist jetzt der Block. So, Zellen. Und noch mehr Zellen. Okelidokeli. Wieso haben die kein Wasser? Ah. Okay. Ich sehe das Problem, warum. Aber es wurde jetzt gerade behoben. Ich plane mal schon voraus, weil irgendwann muss es ja auch mal gemacht werden. So, mit den Toren. Und dann geht es auch geschwind weiter mit den Toiletten. Jeder bekommt ein Klo, damit er sich freuen kann, dass er auf Klo gehen kann. Dann, wo ist das Bücherregal hier? Weil Lesen ist ja wichtig. Und wenn ich denen gleich so einen Luxus gebe, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie denn allgemein zufriedener sind. Oder ist einfach nur Deko, kann natürlich auch sein. Da wird in hart fleißig gearbeitet. Mittlerweile sollte ja die Forschung fertig sein und wir machen die Stationierung. Und da wird feuchtfröhlich gebaut. Aber das Gefängnis wächst ziemlich schnell, finde ich. Und das freut mich. Die Krankenstation. Aber wir gucken. Wir müssen ja auch wieder richtig mehr Geld bekommen. Das heißt, Subventionen. Ja, das machen wir einmal. Passe, haben wir es gleich. Das nicht. Das noch nicht. Auch nicht. Okay, das machen wir auch. 10 Wachen können wir jetzt schon mal machen.
So, das wird schon mal die 10 Wachen. Den Sicherheitschef, der natürlich jetzt ein Büro benötigt, weil das ist ja kein Büro. Einrichtung. So. Und so. Und so. Personaltür. Stühle. Was man nicht alles braucht hier. Ich habe den Schreibtisch verloren. Wie ich immer den Schreibtisch übersehe. Immer. Na, ist auch egal. Aktenschrank. Raum. Büro. Ach, jetzt sehe ich das erst. Oh. Ah, ist das doof. Habe ich ja gar nicht gesehen. Egal. Ist es fertig mit der Stationierung? Nein, wird gerade gemacht. Patrouillieren kommt als nächstes. Was ist ein Schmuggel? Ja, muss auch gemacht werden. Wichtig. Warum blinkt's denn? Wo habe ich das denn vergessen, die Versorgung? Verstehe. Hier ist wohl gar nicht gebaut. Ich komme gar nicht ran. So. Bisschen verwirrend gebaut, aber so klappt's denn. Der Zellenblock A wird ja dann gleich stetig gebaut. Weil uns fehlen ja noch zwei, also drei Zellen. Und ja, das wird schon klappen mit den drei Zellen. Das ist wiederum der Duschraum. Okay. Der Raum zum Duschen. Materialien. Metall. Mosaik. Nur innen, na super. Auch nur innen? Gibt es hier nicht irgendwie Gehwegplatten hier? Dann wird mal draußen hübsch gebaut, damit höchstens der Eingang zum Gefängnis freundlich aussieht. Ich hoffe, der Besucherraum braucht nicht eine bestimmte Größe. Nein, braucht er nicht. Sehr gut. Dann wird baue ich doch hier den Besucherraum. Ja, hier kommt der Besucherraum. Dafür brauchen wir Besuchertische. Wie viele Tische brauche ich minimal? Mindestens 3. Drei Besuchertische. Die sind ja immer so ziemlich groß, die Dinger. Eins. Fünf. Ja, ich mache einfach 5. Passt schon. 5 ist eine schöne runde Zahl. Okay. Einrichtung. Gefängnistür, aber die große Gefängnistür. Raum. Sicherheitsbüro. Was ist denn der unter... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ein Raum für deine Wachen. Okay. Keine Ahnung wofür, aber naja. Personal, nicht Besucher. Ja. So.
Stationierung ist bereits erforscht. So, das heißt, hier machen wir eine, da, da. Zwei, eine. So, Stütz. Und einer hier. Na, das können wir eigentlich auch offen lassen erstmal. Für den Anfang. Aber nur für den Anfang. Danach geht es dann hart weiter. Machen wir einfach mal Kies hier hin, damit es hübscher aussieht. Das ist ja soweit denn alles fertig. Dann kommen jetzt einmal hier die ganzen kleinen Gefängnistüren rein. Wir haben schon mehr Leute im Gefängnis, als wir ertragen können. Habe ich gar nicht bemerkt. Aber jetzt haben wir genug Gefängnistüren wieder. Und wir haben mehr Geld. Was ist denn das? Verstehe ich jetzt nicht. So. Sehr schön, ey. Sehr schön. Das finde ich wirklich sehr schön, dass es jetzt endlich so klappt. Küche ist auch da. Die brauchen immer noch Wasser. Kommt das bis dahin nicht an? Legen wir von Hauptbrauch hier. Einfach nur um sicher zu gehen. Das kostet. Das war voll die Geldverschwendung gerade, aber naja. Was sollen wir machen? Das war recht. 5 Telefone. Können wir gleich machen. Jetzt hier im Hof. 1. Okay. Das wäre das. Zellenblock B machen wir jetzt nächstes. Dazu, ach, ich sehe eigentlich schon wieder den Fehler. Planung. Okay, 1. No. 3. Passt das wieder? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es passt. Oh nein. Okay. So. 1. War natürlich geplant. Ich wollte nur gucken, ob ihr auch aufpasst. Das reicht nicht. Ich muss nicht komplett so durchplanen. Materialien. Nicht Ziegel. Beton. Toll ist dadurch, dass ich jetzt eine komplette Wand rumgezogen habe, kann ich ja einfach hier abreißen und passt schon. Ja, noch den hier demontieren und das sieht da alles super aus. Ist ja mal wirklich komplett abgeschlossen. Schon mal sehr gut. Hey, ich zeig euch mal, was ich da machen wollte. Es gibt hier noch den Sicherheitswal. Und den wollte ich eigentlich dann so hier hinbauen. Because I can. Und so. Und da habe ich einen Doppelwal. Da komme ich halt nicht so ganz so leicht raus. Und dann kann ich innen hier so beim Todesstreifen sozusagen, also beim Streifen, ja, es hat die Sache geklappt, beim Streifen dann die Leute patrouillieren. So, konsequent machen wir natürlich weiter mit der Mischung.
Das wird auch das letzte sein, was wir heute machen werden in dieser Folge. Denn es ist ja schon wieder Zeit, nach Hause zu gehen. So. Gleiche Zellenanzahl, aber weniger Platz für die Dusche. Oder ist es weniger Platz? Nein, es ist nicht weniger Platz für die Dusche. Okay, vom Platz ist es besser optimierter. Das ist andere. Aber was soll's. Stimmt, ich wollte den verhören. Nein, ich habe meine Planung total falsch gemacht. Merke ich gerade. Ah, mache ich jetzt fast. Ja, genau. Oh, wird schon alles gehen. Das ist falsch. Dann machen wir noch schnell Betten. Geht auch schnell. So. Ach nee, ist eher eins weniger. Ha. Tür kommt hier rein. Klos. Klos müssen ganz viele gebaut werden. Weil ohne Klo ist doof. Duschköpfe. Bei dem Duschraum ist Kuscheln angesagt. Das Kuschelnprogramm. Versorgung. Okay, das wäre schon mal der das und dann kommt noch der Strom. Der allumfassende Strom. Strom muss auch nicht so gehen. Und damit alles nicht kaputt geht. Was ist das? Schließt und öffnet Ventile, um Wasserversorgung bereitzustellen oder zu unterbrechen. Warum sollte ich das machen? Weil ich bin eh verwundert. Dass halt man unendlich, also mit einer Pumpstation unendlich Wasser hat. Ich finde, irgendwann ist das gleiche hier wie mit dem, dass man nicht unendlich Wasser hat. Ah, das ist cool. Dann machen wir noch kurz die Forschung. Haben wir gemacht. Haben wir auch gemacht. Richtlinien, was wir machen. Wir haben es ja. Müssen wir so oder so alles machen. So. Das ist mal Planung. Da ist der Chef hier richtig über gefördert. Ja, ich habe es ja gesagt, wir machen den Schluss, aber ich will doch noch diesen Raum hier bauen. Den Anhörungsraum. 5x5. 5x5 zu groß. Was passt hier? Na, hier von der Fundament. Wir brauchen das Fundament, Betonfundament. 1, 2, 3. Ja, ohne Planung, diesmal. Abreißen. Den warten wir noch, bis das auch fertig gebaut ist. Ruht euch nicht aus, ihr vollen Säcke. Ihr müsst hart arbeiten. Okay, der zweite Serviertisch wird dann auch einmal gebaut. Alles hier ist noch dunkel und rudimentär.
Aber bald wird es eine große und stolze Zelle sein. Wir müssen ja auf 50 kommen. Die Hälfte haben wir ja schon, also über die Hälfte sogar. Ach, das wird als Wand angesehen. Okay. Ne, da haben wir praktisch einen Doppelband. Raum. Anhörungsraum. Und wir brauchen hier noch einen Besuchertisch in dem Anhörungsraum, damit die sich bequem hinsetzen können und sich dann entspannen können. Besuchertisch. Besuchertisch. Wir suchen dich, Besuchertisch. Bitte melde dich. Hier. Ich habe hier keinen eingeteilt, warum nicht? Im Gruppenraum noch einen, hier noch einen. Nur für Personal ist das einmal. Ja. Einsamer Bereich. Achso, okay. Entriegeln? Wieso entriegeln? Keine Ahnung. Achso, patrouillieren, stimmt ja. 1, 2, 3. Ich habe überhaupt keine Wachen übrig mehr. Oh mein Gott. Personalmangel. Okay, da die Stationierung jetzt, also die Patrouillierung auf Erfolg war, kommt es wieder weg. So, jetzt haben wir wieder Geld reinbekommen. Unser Gefängnis sieht richtig sauber aus. Was macht der denn da? Egal. Kidnapping. Tja, der sollte mal länger als drin sitzen bleiben. Unser Gefängnis wächst. Die grundlegenden Sachen sind schon mal da. Und, da ist schon ein Teil des Sicherheitszauns auch fertig. Ein richtig schöner, fetter Wall mit Steinplatten. Das ist auch gut. Aber hier sind keine Steinplatten. Hm, genau. Jedenfalls, das war's dann erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.